Griff. Näher an Kyallos in Griechenland. Ein Waldbrand hat am Donnerstag ein Munitionslager der griechischen Luftwaffe erreicht. Die Explosionen waren kilometerweit zu hören. Eine Sicherheitszone wurde eingerichtet. Alle Einwohner in einem Umkreis von mehreren Kilometern mussten die Region verlassen. Seit dem Morgen ist es sehr schlimm. Die Brände flammen ständig wieder auf. Um die Häuser herum brennt es. Was wir vor allem fürchten, sind die Explosionen. Wir evakuieren das Dorf. Sie haben Angst davor, dass all die Munition explodieren könnte. Wenn das passiert, besteht große Gefahr, besonders für die Häuser. Wir sprechen von einer Schockwelle von 4 bis 5 Kilometern. Laut dem Bürgermeister des Dorfes seien durch die Explosion Fensterscheiben von Geschäften zerborsten. Ein Teil des Munitionslagers soll jetzt in Flammen stehen. Zur Brandbekämpfung und für Evakuierungen seien Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, unter großer Gefahr für die Piloten. Medienberichten zufolge sollen in einer Lagerhalle etliche Marschflugkörper und Bomben lagern. Seit 2 Wochen leidet Griechenland unter extremen Temperaturen bei großer Trockenheit. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im ganzen Land gegen Waldbrände. Zwar soll die seit Tagen anhaltende Hitze etwas nachlassen, dafür aber wurden starke Winde vorhergesagt. Am Freitagmorgen gab die griechische Feuerwehr eine erste Entwarnung. Die Brände im Land seien größtenteils unter Kontrolle. Im Südosten der Ferieninsel Rhodos, rund um Lindos, seien fast alle Brände gelöscht, berichtete der staatliche Regionalsender der Stadt. Einige wenige Brandherde würden noch nach und nach gelöscht. Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Regionen hoffen nun, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren. Doch mit dem vorsichtigen Optimismus der Feuerwehr geht noch immer eine Warnung einher. Trocken sei es nach wie vor und die angesagten Winde könnten auch kleine Brände leicht wieder anfachen.